Was ist Zeit? In der letzten Episode zu diesem Thema stellten wir die philosophische Idee des Präsentismus vor. Nach dieser Denkschule gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, lediglich eine Gegenwart, ein Jetzt, in dem wir vergangene Zustände durch unsere Erinnerung nachempfinden und zukünftige Zustände durch unsere Vorstellungskraft entwerfen können. Diese Vergangenheit und diese Zukunft existieren aber nur gegenwärtig. Vergangenheit und Zukunft haben damit auch keine ontologische Basis, sie sind nicht real. Wer sich diese Vorstellung genauer ansehen will, der findet gleich hier oben unsere erste Episode zum Thema Zeit. Schaut gern mal rein. Im heutigen Video hingegen geht es um die andere Denkrichtung, den Eternalismus, in dem Vergangenheit und Zukunft ebenso real sind wie die Gegenwart. Mehr noch, Vergangenheit und Zukunft werden im Eternalismus weniger als verschiedene Konzepte, sondern vielmehr als perspektivengebundene Betrachtungsrichtungen gesehen. Schließlich kann die Vergangenheit des einen Ereignisses die Zukunft des anderen sein. Und für alle, die neugierig geworden sind, erklären wir das jetzt mal ganz in Ruhe. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Die Vorstellung des Präsentismus, die Vorstellung, dass es nur eine Gegenwart gibt und keine Vergangenheit und Zukunft, hat eine entscheidende Voraussetzung. Es muss eine Gegenwart geben und diese Gegenwart muss universal sein. Das heißt ganz einfach, dass ein Zeitpunkt, den ich als jetzt empfinde, gleichermaßen für alle Punkte des Kosmos existiert. Hätten wir 1000 synchronisierte Uhren und könnten sie per Teleportation beliebig im Kosmos verteilen, dann würden wir erwarten, dass alle den gleichen Zeitpunkt anzeigen. Morgen früh um 8.07 Uhr müsste also die Uhr bei mir ebenso 8.07 Uhr anzeigen wie die Uhr auf dem Pluto, die Uhr in der Andromeda-Galaxie und die Uhr am anderen Ende der Milchstraße. Diese Intuition ist allerdings falsch, wie uns Einstein in der speziellen Relativitätstheorie zeigte. Zunächst einmal laufen die Uhren keineswegs synchron. Abhängig von Gravitation und relativer Geschwindigkeit vergeht Zeit anders. So vergeht Zeit auf der Erdoberfläche etwas langsamer als in 100 Kilometer Höhe. Ebenso eindrucksvoll und ebenso wenig begreiflich ist die Problematik der Gleichzeitigkeit. Diese wird gut illustriert im Andromeda-Paradoxon. Das Paradoxon geht zurück auf Roger Penrose, der argumentierte, dass zwei Leute, die auf einer Straße aneinander vorbeigehen, zwei sehr verschiedene Gegenwarten haben könnten. Wenn eine von beiden Personen auf die Andromeda-Galaxie zugeht, dann wären die Ereignisse dort Stunden oder gar Tage in der Zukunft verglichen mit der zweiten Person, die in die andere Richtung geht. In der Gegenwart der Person, die sich von der Andromeda-Galaxie entfernt, so heißt es in der Formulierung von Penrose, berät man irgendwo in der Andromeda-Galaxie über eine Invasion der Milchstraße. In der Gegenwart der Person aber, die sich auf unserer Nachbargalaxie zubewegt, ist die Entscheidung längst gefallen und die Invasionsflotte ist bereits auf ihrem Weg. Wir haben zu diesem Paradoxon ein eigenes Video gemacht und mit einem Klick hier oben könnt ihr reinschauen. Das Internet, das ist auch voll von interessanten Abhandlungen zum Paradoxon. Viel Spaß beim Stöbern, googelt einfach mal Andromeda-Paradoxon. Aber für unsere Vorstellung von Zeit macht das Andromeda-Paradoxon zwei Dinge deutlich. Zum einen ist unsere Vorstellung einer universalen Gegenwart falsch. Diese gibt es lediglich für Beobachter im gleichen Inertialsystem. Zweitens wirft das Paradoxon natürlich die Frage auf, ob der Kriegsrat in der Andromeda-Galaxie überhaupt eine Entscheidungsfreiheit besaß, wenn in der Gegenwart des anderen diese Entscheidung ja bereits gefallen ist. Zur Frage des freien Willens sagen wir später mehr. Gegenwärtig, entschuldigt das Wortspiel, ist für uns vor allem interessant, dass es eben nicht eine überall gültige Gegenwart gibt und damit wird auch der Präsentismus entscheidend in Frage gestellt. Dieser beruht schließlich darauf, dass überhaupt nur eine Gegenwart existiert. Man kann das Problem auch anders formulieren, nämlich dass beide Passanten im Paradoxon in einem jeweils anderen dreidimensionalen Universum existieren. In einem, in welchem die Entscheidung getroffen wurde, und in einem anderen, in dem die Entscheidung auf Andromeda noch aussteht. Wenn aber jedes dieser dreidimensionalen Universen existiert, dann hat das offensichtlich die Konsequenz, dass das Universum an sich vierdimensional ist, ein Argument, welches nach seinen Autoren Reed Dyke Putnam Penrose Argument benannt wird. Einstein selbst sagte kurz vor seinem Tod, dass die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer, wenn auch hartnäckigen Illusion habe. Und damit bezieht er sich auf jenen Vierdimensionalismus, der auch häufig Block-Universum genannt wird. Das Universum stellen wir uns hier nicht als eine
Gegenwart vor, sondern als einen Block aus vier Dimensionen, in der die Zeit untrennbar mit den Raumdimensionen verknüpft ist. Ereignisse unserer Vergangenheit sind hier ebenso real wie Ereignisse unserer Zukunft und unserer Gegenwart. Und damit kommen wir wieder zurück auf die Frage des freien Willens. Das Blockuniversum nämlich stellt ein Modell des Universums dar, in dem alles festgelegt ist. Richtig, auch die Ereignisse der Zukunft. Manche Physiker behaupten, dass sie bei vollständiger Kenntnis des Zustandes des Universums die Zukunft genauso errechnen könnten wie die Vergangenheit, ohne Spielraum für Varianz. Unsere Zukunft wäre damit ebenso festgelegt, wie es unsere Vergangenheit ja offensichtlich ist. Unser freier Wille wäre eine Illusion. Weil das eine philosophische Büchse der Pandora öffnet und damit das Grundverständnis vieler Menschen dramatisch in Frage stellt, gibt es auch eine Art Blockuniversum Light. In diesem werden Vergangenheit und Gegenwart als real verstanden, die Zukunft hingegen, die baut sich erst auf. Man spricht hier von der Growing Block Theory, ein Kompromiss für die Wankelmütigen. Das Problem ist natürlich, dass die Vorstellung eines Growing Blocks nicht wirklich aus den Gesetzen der Physik ableitbar wäre. Es ist vielmehr ein Zugeständnis an uns. Wir empfinden die Vergangenheit als fundamental unterschiedlich gegenüber der Zukunft. Vielleicht aber ist die Erklärung, dass Zukunft und Vergangenheit zwar beide vollkommen real sind, wir aber schlicht viel mehr Informationen über die Vergangenheit besitzen. So erscheint uns die Vergangenheit als fixiert und die Zukunft als vage und unbestimmt. Ein Grund für diesen Informationsvorsprung liegt in einer Richtung begründet, die es anders als im Raum für die Zeit zu geben scheint. Während wir uns beliebig frei in den Raumdimensionen bewegen können, können wir das in der Zeit nicht. Sie vergeht unaufhaltsam und immer in die gleiche Richtung. Dieser Umstand ist als Zeitpfeil, als der Arrow of Time bekannt. Und der wird in unserer nächsten Episode zum Thema Zeit eine wesentliche Rolle spielen. Diese Folge war zugegeben voll mit absurd wirkenden, aber absolut ernsthaften Ideen. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Im Präsentismus geht man davon aus, dass es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt, lediglich die Gegenwart, das Jetzt unseres Universums. Einstein allerdings zeigte mit seiner Relativitätstheorie, dass es die eine Gegenwart nicht gibt. Gegenwart ist relativ. Daraus kann man ableiten, dass das Universum vierdimensional sein muss und Vergangenheit und Zukunft ebenso real sind wie die Gegenwart. Und dass die Wahrnehmung eines Ereignisses als vergangen oder zukünftig nicht fixiert ist, sondern von der Perspektive des Beobachters abhängt. So kann man Einsteins Aussage verstehen, dass die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eben nur die Bedeutung einer, wenn auch hartnäckigen Illusion habe. Dies wirft aber Fragen zum freien Willen auf. Ist die Zukunft fest determiniert oder gibt es eine wie auch immer geartete Offenheit der Zukunft? In der nächsten Folge widmen wir uns der Frage, warum Zeit immer in die gleiche Richtung läuft, warum es, anders als im Raum, keine Möglichkeit der Umkehr gibt und keine Möglichkeit des Anhaltens. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert Raumzeit oder deabonniert. Wenn euch das zu philosophisch war, schließlich ist es egal, was ich an dieser Stelle sage, denn die Zukunft steht ja ohnehin fest, richtig? Für heute sagen wir euch danke fürs Zuschauen. Ganz besonders natürlich all unseren Unterstützern auf Patreon und wie immer ganz besonders unseren galaktischen Overlords, Markus Tröster, Meva und Alvarez Sebastian Marx. Und in diesem Sinne 42. Take it slow.